Herzlich willkommen bei HTC TV. Heute ist bei mir zu Gast Herr Jan Brettmann. Er ist Sales Manager für den deutschsprachigen Raum beim schwedischen Unternehmen FlexCube. Ja, Herr Brettmann, Ihr Geschäftsfeld klingt ja sehr interessant. Können Sie uns dann ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen erzählen? Gerne doch. FlexCube ist ein Unternehmen, was 2010 in Schweden gegründet worden ist und seit ungefähr 4 Jahren auf dem deutschen Markt tätig ist, beziehungsweise auf dem deutschsprachigen Raum, sprich Österreich und Schweiz. Wir vertreiben dort individuelle Lösungen, hauptsächlich im Bereich der Intralogistik oder da überall, wo Materialtransport ist. Das muss nicht nur die Automobilindustrie sein, das kann aber auch Medizintechnik sein, das kann aber auch Lebensmittelindustrie sein, überall da jedenfalls, wo Sie von A nach B was zu transportieren haben. Was heißt denn genau individuelle Lösungen in dem Bereich? Individuelle Lösung heißt dahingehend, dass Sie zum Beispiel, abgesehen von Standardprodukten, die Sie in jedem Katalog erwerben können, unser System anpassen können. Weil nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit, seine Produkte auf einer Standard-Palettenwagen, Euro-Palettenwagen zum Beispiel, zu transportieren, weil einfach die Abmaße dem nicht entsprechen. Da kommen wir ins Spiel. Wenn der Kunde was Besonderes braucht, können wir es aus unserem System fertigen und für ihn die bestmögliche Transportlösung erstellen. Und welche Vorteile konkret hat der Kunde dann von dem modularen System? Die Vorteile liegen in zweierlei Hinsicht auf der Hand. Zum einen ist es für ihn natürlich immer perfekt zu sagen, ich habe das bestmögliche Transport, die Transportlösung für mich. Oder aber auch, wenn sich zum Beispiel was ändert in der Produktionskette, kann er jederzeit seinen Wagen, seine Transportlösung anpassen, also modular gestalten. Das heißt, du brauchst nur auseinanderschrauben, kannst in dem Moment wieder neu zusammensetzen, neu konfigurieren und hat dann dadurch auf jeden Fall ganz wichtig Geld gespart. Wäre jetzt es aber auch möglich für den Kunden, dass er sich ganz individuell seine Wagen designt und dafür einfach ihre Standardkomponenten verwendet? Das ist natürlich jederzeit möglich. Also der Kunde kann mit seinem Design zu uns kommen. Viele Kunden haben ja selber eine eigene Designabteilung. Das heißt, wir kriegen von dem Kunden CAD-Daten und fertigen dann danach entsprechend seine Wünsche, den Wagen oder was auch immer. Was wir aber auch machen können, wir können den Kunden an die Hand nehmen und können mit ihm zusammen besprechen, mit unserem Designteam, wie die Lösung für ihn aussehen kann. Manche Kunden haben nämlich nicht das Know-how, um diese Sachen selbstständig zu erarbeiten. Und da kommen wir ins Spiel. Bestes Beispiel, wenn Sie mit Legosteinen arbeiten, weil es ja ein ähnliches Prinzip ist, können Sie in dem Moment gerade nicht sagen, wenn Sie nur einen Haufen Legosteine haben, wie baue ich die zusammen, sondern in dem Moment kommen wir rein und sagen, okay, hier ist eine Anleitung, so können wir es für dich kostengünstig individuell zusammenbauen. Weil der Kostenaspekt ist ein Riesenthema, gerade in den Bereichen der Intralogistik. Sie haben es schon gesagt, FlexCube ist eigentlich noch ein recht junges Unternehmen und Sie sind auch noch nicht so lange auf dem deutschen Markt aktiv. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich jetzt hier verstärkt bewegen? Deutschland ist ein Key-Markt. Deutschland ist sozusagen die Produktionsstätte vieler Industrien. Wir haben viele Headquarters hier in Deutschland ansässig, die weltweit agieren. Wie Siemens oder Schaeffler zum Beispiel. Continental sind Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum ansässig sind, aber weltweit überall da, wo Automotive zum Beispiel anzufinden ist, präsent sind. Und das ist FlexCube auch. Wir sind weltweit präsent an den großen Automotive-Standorten und da haben wir halt die Möglichkeit, von Deutschland aus den Markt zu bedienen auch. Ein ganz wichtiges Thema, was heutzutage ja ist, ist Industrie 4.0. Sie haben mit eCard Ihre eigene AGV-Technologie entwickelt. Können Sie uns denn dazu auch noch mehr erzählen? Gerne. Das sogenannte eCard ist eine Innovation von uns, wo wir gesagt haben, mit dem bestehenden System sind wir schon sehr gut aufgestellt. Aber interessant wird es in dem Moment gerade, wenn man diese Transportwagen zum Beispiel selbstständig fahren lassen kann. So haben wir uns überlegt, okay, was braucht man dafür? Ein relativ simples System, eine Antriebseinheit, eine Steuerungseinheit, Sensorik zum Beispiel, die Sicherheitsaspekte. Und dann kann man das in das bestehende System zum Beispiel einbauen oder auch neu aufbauen. Das klingt ja schon mal sehr spannend. Was sind denn sonst die Zukunftspläne des Unternehmens? Die Zukunftspläne eines Unternehmens sollte natürlich sein Wachstum. Auch FlexCube strebt dieses Wachstum an. So sind wir zum Beispiel in Deutschland jetzt demnächst aufgestellt, dass wir weitere Vertriebler einstellen werden. Mittelfristig soll es so sein, dass wir den deutschen Markt auch von innen aus bedienen. Sprich, wir wollen eine Produktionsstätte hier in Deutschland errichten, wo der Kunde kürzere Lieferwege hat. Alle Zeichen auf Wachstum, das klingt ja hervorragend. Herr Brettmann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen viel Erfolg. Und wir sehen uns natürlich das nächste Mal wieder bei HTC TV.